Künstliche Intelligenz prägt unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt und die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren. Was bedeutet künstliche Intelligenz? Wie beeinflusst sie Anwendungen, Geräte, Technologien? KI-kompetent können wir werden, indem wir wirklich versuchen, hier auch zusammenzuarbeiten. Da wird heute und auch in Zukunft keiner von uns dran vorbeikommen, sich mit KI, mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen. Der KI-Campus, das ist was ganz Wichtiges, weil allein der Begriff Campus bedeutet es und schließt die Akademie in allen deutschen Hochschulen, über die Hochschulen hinaus, auch im Bereich der betrieblichen Fort- und Weiterbildung. Das ist auch ein großer Bedarf und ich finde es toll, dass jetzt mit wirklich hochkarätigen Bildungsangeboten an der KI-Campus auf den Weg gebracht wird. Der KI-Campus und die damit gedachte Plattform ist natürlich ein wichtiges Element, um digitale Lehre in Deutschland weiter voranzubringen. Das ist eine Plattform, die endlich für ganz Deutschland gilt, die von ganz Deutschland befüllt wird, die auch bunt ist, die viele Perspektiven bietet. Und außerdem als Online-Plattform natürlich hervorragend zugänglich. Und ich glaube, damit schon mein erster Baustein für den Erfolg für künstliche Intelligenzkompetenzen in Deutschland. Es liegt an uns, sie mit Leben zu füllen und natürlich auch sie nachhaltig mit unseren Studierenden zu nutzen. Hier sehe ich großes Potenzial, aber auch natürlich eine große Verantwortung bei den Hochschulen, sprich bei uns allen. Die Einreichungen zum Wettbewerb waren alle sehr gut aufbereitet, also qualitativ wirklich durchaus herausragend. Alle Experten und Expertinnen in Deutschland machen auch mal sichtbar, dass wir schon breite Expertise für künstliche Intelligenz in der Bildung haben. Und natürlich sind wir hier in einem Auswahlprozess, wo es darum geht, die Breite auch abzubilden in den entsprechenden Fachbereichen, in den didaktischen Konzeptionen, bis hin aber auch zu einer bestimmten regionalen Spreizung. Das ist nicht ganz einfach, da die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber am Ende wird es ein Portfolio sein, was wirklich verschiedene Zielgruppen ansprechen wird.